Angie Kerber gegen Simona Halep. Ja, ein Match, da haben wir erst gedacht, die ersten 15 Minuten, wir sind im falschen Film. Den Rest kann ich nicht so richtig erklären, aber dafür habe ich dich ja. Erklär du mal, was ist da heute bitte passiert? Ja, das war ein Match mit in drei Teilen. Die ersten 15 Minuten war Angie Kerber nicht auf dem Platz, also 5:0 ohne große Gegenwehr. Dann hat sie angefangen, Tennis zu spielen, die Beine etwas besser zu bewegen. Es schafft dann noch, im Fußball würde man sagen, so ein Trosttor. Ja. Das Ergebnis so ein bisschen verschönert. Dann war es 6:3, aber dann war es im Spiel. Halep dann im zweiten auch wieder das frühe Break gemacht, führte 3:1. Und ich dachte schon, hoppla, das wird heute gar nichts. Aber wir haben, glaube ich, Angie Kerbers Kämpferherz unterschätzt. Sollten wir nicht tun. Sie kam zurück wie eine Löwin, hat gefightet bis zum Schluss. War dann im dritten wieder hinten. Halep hat für das Match serviert, hat 40-15 gehabt. Das macht Kerber, dreht den Spieß um und hat dann selber zwei Matchbälle bei eigenem Aufschlag. Da dachte ich, jetzt ist schade, dass es nicht macht. Und Halep kam dann wieder zurück und, muss ich auch gestehen, hat verdient gewonnen, war über weite Teile des Matches eine bessere Spielerin. Und deswegen Respekt. Besser in dem Sinne, weil ich ihr natürlich komplett zustimme, sie war schon die Aktivere. Sie hat schon dann häufiger probiert, selber die Rallyes zu diktieren. Hat natürlich dann auch Fehler gemacht, sich auch mal ein bisschen komplett wieder verloren, in die Box geschimpft und so, kennen wir von ihr. Aber sie hat schon gezeigt, sie hat drei Matchbälle im Verlauf des Turniers vorher schon ja abgewehrt. Sie ist schon eine Eins, ne? Ja, auf die Nummer 1 kommt es ja nicht zufällig, aber jetzt verstehe ich auch noch besser, warum sie bis jetzt kein Grand Slam Turnier gewonnen hat, weil sie dann doch emotional schwach wird, sie macht Leichtsinnsfehler, obwohl sie hochführt und das hat ihr fast das Match heute gekostet. Spielerisch spielt sie top, sie auf beiden Seiten stark, auch der erste Aufschlag ist sehr stark, obwohl sie nicht groß gewachsen ist und Beinarbeit vielleicht die beste Spielerin überhaupt zusammen mit Angie Kerber. Insofern ist das schon richtig mit der Nummer 1, aber das nächste Match ist eben ein Neuland für sie quasi. Sie spielt gegen Wozniacki jetzt im Finale und beide haben noch nie ein Grand Slam Turnier gewonnen. Deswegen, es geht um die 1 auch. Also spannender können Tennismatches kaum sein, ich freue mich schon drauf. Da wir jetzt so langsam uns verabschieden aus Melbourne, noch eine ganz leichte Frage, wer gewinnt eigentlich bei den Männern? Turnier, Boris. Ja, wir sind im Halbfinale. Also ja, ich sag's jetzt einfach mal, ich greife mal vor. Ich glaube, vor dem Turnier war schon klar, dass für mich, ich glaube auch für dich, der Favorit Roger Federer hieß. Jetzt, 10 Tage später, wird das immer deutlicher. Bis jetzt noch kein Satz verloren. Ich glaube, der macht's. Wir bleiben dabei also. Das war's aus Melbourne. Tschüss nach Deutschland.